Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch eine weitere Trading-Methode vorstellen. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, wie viele Coins ihr gerade habt und dann starten wir jetzt auch direkt rein mit dem heutigen Tipp. Also bei der Qualität gebt ihr auf jeden Fall Silber ein, bei der Position Verteidiger und dann bei der Liga League. Das Ganze habe ich im Stream gemacht und da habe ich zwei richtig, richtig gute Snipes gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde euch die dann nachher natürlich noch auf der Transferliste zeigen. Zuerst werden wir aber einen Spieler snipen. Das Ganze ist nämlich gar nicht mal so leicht, also das kann schon ein bisschen dauern, das gebe ich zu, aber ihr könnt da wirklich pro Karte richtig, richtig viele Coins machen. Also, wir schauen hier mal nach, wie viel die Verteidiger in der Liga, also die Silberverteidiger, so wert sind. Und da sehen wir, okay, man kann die auf jeden Fall alle für 600 Münzen verkaufen. Für 550 Münzen gibt es dann auch noch zwei Stück oder im Moment jetzt nur noch einen. Und das heißt eben, wir gehen so auf 450 oder für, 500 runter und dann snipen wir einfach. Und ich werde euch einfach mal zurück ins Boot holen, wenn wir den ersten Spieler, beziehungsweise wenn wir einen Spieler bekommen haben. Und da wäre jetzt einer für 400 Münzen und den nehmen wir einfach direkt mal mit. Das ist jetzt natürlich kein großer Gewinn, denn das ist auch der, der vorhin für 550 reingestellt wurde, glaube ich. Und deswegen stellen wir den einfach so für 600 Münzen rein. Also das sind 200 Münzen Gewinn, aber ich werde euch jetzt einfach nochmal die Spieler zeigen, die ich auf der Transferliste habe. Das ist einfach unglaublich und alle, die beim Stream dabei waren, die haben das auch mitbekommen. Ich habe den Stream ja auch nochmal als Video hochgeladen hier auf YouTube. Das heißt, da könnt ihr euch das auch nochmal ansehen. Und das sind eben die zwei Spieler. Das ist unfassbar. Den hier haben wir, glaube ich, für 300 Münzen bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und den auf jeden Fall für 200 Münzen. Das heißt, wir haben da einfach einen wahnsinnig guten Gewinn gemacht. Das kann man echt so sagen. Also probiert die Methode einfach mal aus. Das ist so eine Methode, die funktioniert gut wegen den Squad-Building-Challenges, weil die League halt eben bei den Squad-Building-Challenges dabei ist, bei den Ligen-Squad-Building-Challenges. Und da könnt ihr eben dann richtig Glück haben, wenn ihr eben solche Spieler bekommt. Und wie gesagt, ich habe das so in, ja, ich weiß nicht wie lange, das waren wahrscheinlich so 10 Minuten oder so, habe ich zwei Spieler bekommen von, also zwei Spieler, die richtig viel wert waren. Und das waren eben die beiden. Und das ist einfach nur unglaublich. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.